Dein Dementor. Du kriegst den nicht besiegt. Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Danke für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Schön aufpassen. Ich hätte nichts dagegen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehen würde. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Ne, ich möchte da nicht in die Zelle reingehen. Oh je. Können wir Azkaban mal von innen sehen. Wow. Okay, zaubern können wir gar nicht. Nicht zu nah an die Gitter ran. Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle es. Aha. Überall um mich Dunkelheit. Meine einzige Freundin, einzige Heimat. Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld? Nicht nett ist gut. Respektvoll mit ihr. Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt? Ich bin Schülerin aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das sie entlasten soll. Ah, das Buch, das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Das Spiel wird auf einmal sehr viel düsterer. Ja, okay, ich verstehe, was du... Aber... Ja, was ist? Was wollen Sie damit sagen? Dass die fehlenden Seiten in einer Höhle sind? In der Nähe von Upper Hogsfield? Hogsfield, Field, die Ruine, ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe? In Ruinen? In der Nähe von Upper Hogsfield? Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach, finde die Seiten aus deinem Buch. Helen? Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Was ist gerade passiert? Wow, das war ein heftiges Kapitel des Spiels. Sie sind verletzt.
gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Okay. Aber Madame Thistlewood, ich... Na gut. Das Schiff Quadrat in der Ruhe. Wer hier wohl wohnt? Endlich kann ich wieder zaubern. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, gefährlich für mich nichts. Ich habe schon andere Monster besiegt hier in diesem Spiel. Das, was Jackdaw Anne hinterlassen hat. Stupe auf einen Gegner. Das war mit Verteidigung den Basiszauber. Sammeln und das rein muss da. Der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Hier war ja ewig niemand mehr. Aha. Ein Rätsel. Hinweise darauf, wie das jetzt zu lösen ist. Klassische Schulenform, aha. Kein Wunder, dass Anne diesen Hinweis nie fand. Nein, so geht's nicht. Okay, das war's. Nein. Wie hast du das gemacht, Jackdaw? Ha! Mich legst du nicht rein, Jackdaw. Dass Anne diesen Hinweis nie fand. Sei ja mal ruhig hier. Ja, ist entspannt. Du stellst das jetzt nicht. Mich überlistest du nicht, Jackdaw. Wo ist der Hinweis versteckt? Aha. Der Hinweis. Mein liebste Anna. Gut gemacht. Du hast mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du ein aufgeweckter Geist bist. Und die einzige, mit der ich meinen Abenteuer teilen kann. Triff mich am Rande des verbotenen Waldes und ich zeige dir die Karte, von der ich erzählt habe. Es ist unmöglich vorherzusagen, wohin sie uns führen wird. Ich habe sie auf Seiten gefunden, die Peeves aus einem geheimen Buch gerissen hat und niemand sonst scheint es finden zu können. Ich habe keine Ahnung, was vor uns liegt, aber es stimmt mich froh zu wissen, dass ich meine Zukunft mit dir teilen werde. Es ist erst der Anfang. Good job. PS, ich bin froh, dass du das hier gefunden hast, denn sonst wäre ich allein gegangen. Das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Eine Notiz von Jackdaw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig?
Das sollte ich untersuchen. Eine tragische Geschichte. Oh. Kann das sein? Ein Geist. Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw? Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast, und Anne von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben. Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn noch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Ah ja. Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Helen erwähnte Apollonia Black. Hat sie Anne die Schuld angedichtet? Bist du jemals Angehörigen der Blacks begegnet? Die sind ziemlich nachtragend. Dass Anne Interesse an mir zeigte, konnte Apollonia nicht ertragen. Dass ihr eigenes Herz erkaltet war, war ihr egal. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen. Was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Sie sahen auch schon mal besser aus. Level 11. Gebrauchsfield. Hier haben wir den verbotenen Wald. Hier können wir schnell reisen. Die eine, die Quest mache ich noch zu Ende. Die Seiten hole ich mir noch. Und dann mache ich dann was für diese Aufnahme, für diesen Stream, müssen wir nochmal zum Ende kommen. Ich kann nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay, jetzt geht's endlich rein in den verbotenen Wald. Das haben wir bisher gemieden. Das werden wir für die Quest mal müssen. Dangerous. Yep. Deshalb schickt man auch Erstklässler in den Wald. Als Bestrafung. Weil sie nachts auffahren.
Geld für mich. Nicht vom Vater bekommen. Vielleicht mache ich das später mal. Aha. Muss den Waffenzauber lernen, bevor ich... Ah, okay. Ist ja großartig. Hier wird das erste Mal tatsächlich ein Auftrag ausgesetzt. Experiamus. Okay, Ausweichrollen muss ich üben. Haben wir irgendwelche Gegner? Ich hatte auf dem Unterwegs schon einige Gegner. Ach, Schande, nein. Hier im Wald werden sich doch wohl einige Gegner finden lassen. Oder nicht? Aus welcher Runde war das hier? Hallöchen. Du hast doch Trotwell freigelassen. Oha. Ich glaube, das ist nicht die beste Situation zu üben. Stäbchen noch. Bestanden. Okay. Das war gut. Es war looten. Kontrolle 2. Unterricht am Tag besuchen. Jumpen wir dann Expelliarmus. Auf nach Hogwarts und dann kehren wir hier nochmal zurück. Trägt vor dem Unterrichtsraum. Schnell reisen. Apria nicht. Das ist nach Hogwarts nicht möglich. Man kann innerhalb von Hogwarts nicht apparieren. Es sei denn, mein heißt Albert Dumbledore. Albus Dumbledore. Okay, ich bin echt zu müde hier. Albert, was zum Henker. Jetzt hätte ich Schluss machen. Thank you.
wir kriegen schon wieder extra Stunden. Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was... Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Exakt. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Ja, ungefähr. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier, falls Sie noch üben möchten. Unbedingt. Okay, Lumos könnte man gebrauchen in der Höhle. Rüste ich mal aus. Feuer könnten wir auch gebrauchen. Akio können wir auch gebrauchen. Expelliarmus. Confringo. Defindo haben wir hier noch. Bombarda. Wenn wir noch einiges lernen. Windungszauber, Schwungszauber. Mit Gardium oder Virusa. Und die unverzeihlichen Flüche. Expelliarmus, Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Ja. Ausgezeichnete Abwehr. Schade. So, dann haben wir hier noch einen Auftrag zu machen. Jetzt wäre schon mal Expelliarmus, da können wir jetzt mal in den Wald. Oha. Als ob es hier Elche gibt. Oder Hirsche, bin mir nicht sicher. Müssen wir auf Nacht und auf die Nacht warten. Natürlich. Was auch sonst? Hier bin ich. Eine Gästebegegnung wäre auch nachts, wäre am Tag nicht so lustig. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Geduld der Hufflepuffs, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Ja. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt.
Hm. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ach du Scheiße. Das Spinnen hier ist ein Spinnen. Ach du Scheiße. Ich bin gleich Game Over. Ich sollte meinen Trank benutzen. Ich habe noch nie Tränke benutzt. Rauffliegen. Ich muss doch Tränke dabei haben. Ich hab doch neulich erst eingebraucht. Ich hab's noch nie gebraucht, deswegen. Ich hoffe doch nicht. Wir sind gestorben. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Können wir auf diesem Weg bleiben? Das wäre mir lieber. Expelliarmus hilft mir eigentlich hier gar nichts. Ich gehe Spinnen kämpfen. Es hilft nichts, ich muss einfach weitermachen. Friedlicheren Weg. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Blutegel. Eine kleine Runde baden gegangen. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. War das nicht der, wo in Teil 3 Sirius und Harry? Ja, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Befreit werden. Von Harry, von den Dementoren. Oh. Die Klinge. Es kommt mir bekannt vor aus den Trailern. Intramuros. Wow.
Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Das war pures Glück. Oh, das ist falsch. Was? Das ist traurig. Wirklich. Ich hab noch nie was Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat.